Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Euer Tastenhauer ist zurück hier in Hearts of Iron 4 mit Japan im Rollenspiel. Ja, und der Kaiser ist, glaube ich, sehr zufrieden, was er so von den Frontentwicklungen hört. Südostasien ist beinahe schon gefallen, also zumindest Britisch-Malaya kämpft hier noch tapfer, aber wird sich hier nicht mehr lange halten können gegen unsere übermächtigen Truppen, sind hier schon isoliert auf ihrer Insel. Auch Niederländisch-Indien ist hier größtenteils besiegt auf den Inseln Sumatra, Java, natürlich auch schon auf Kalimantan und Borneo. Und jetzt geht es hier Richtung Makassar auf Sulawesi. Und da habe ich jetzt hier unsere 8 Marine-Divisionen schon mal zugeteilt. Die werden also dann gleich hier entsprechend hier drüben bei Balikpapan, genau, und bei Saigon dann Aufstellung nehmen für diese beiden Invasionen. Wir sehen übrigens auch schon, unsere U-Boote haben jetzt tatsächlich schon eine ordentliche Effizienz von 81%. Also das scheint ganz gut mit der Aufteilung hier aufzugehen. Und unsere eine Truppe hat hier gerade schon ein Engagement, also 3 U-Boote, RO 33, 34 und 36, versuchen bereits hier 2 Konvois der Australier anzugreifen. Also das sieht schon mal recht ordentlich aus. Bin mal gespannt, wie sich das hier noch entwickelt. Hier sind auch noch weitere im Einsatz hier bei der großen australischen Bucht. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja, ansonsten machen wir hier noch einen kleinen Kessel zu für immerhin 4 Divisionen in Fernost. Dann ist ein großer Teil der sowjetischen Truppen auf jeden Fall dort besiegt und wir können vielleicht sogar bald die 5 Divisionen hier noch einkesseln. Also die Sowjetunion hat riesige Verluste, die Rote Armee. Das ist auf jeden Fall extrem, würde ich mal so sagen. Und was wir auch sehen, ich weiß gar nicht, was machen wir jetzt hiermit? Die Marinebomber D50 hier haben eigentlich hier nicht mehr so viel zu tun. Es gibt offenbar hier keine feindlichen U-Boote mehr, soweit ich das sehe. Ach, das sind hier Reserve-U-Boote. Ich wollte gerade sagen, was steht denn hier oben noch rum? Nee, das sind Reserve-U-Boote nur. Ich denke, wir werden die Flugzeuge hier mal umpositionieren und werden sie ebenfalls hier mal auf den Flughafen von Sumatra bringen und dann hier die Straßen von Malakka patrouillieren lassen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Schauen wir mal, ob die da... Ich glaube, dort können sie uns mehr helfen als jetzt da oben. Offenbar gibt es hier gar keine U-Boot-Aktivitäten des Feindes mehr. Unsere Schutzaktivitäten sind, naja, 60% auch nicht so riesig toll. Aber mal sehen, ob das auf Dauer genügen mag. Okay, dann habe ich unsere Truppen hier in Europa schon mal einen Marschbefehl gegeben. Also die befinden sich jetzt hier auf dem Weg nach Rouen und Le Havre. Und dann wird jetzt hoffentlich bald Dieppe hier auch besiegt. Schauen wir uns das mal an, ob uns das hier gelingen mag. Das Ganze wird natürlich, ja, wird gar nicht mal leicht werden hier. Versuchen jetzt hier wie wild auszubrechen aus dem Pocket. Ob ihnen das gelingt, ich weiß es nicht. Ja, und hier bleibt es weiter eine schwierige Lage an der Ostfront, aber es hat sich wenigstens im Norden stabilisiert. Das ist schon mal für mich eine gute Neuigkeit. Und der Kessel hier ist abgeschlossen. Wunderbar, liebe Leute, wunderbar. Deswegen, weil wir dann hier wieder ein bisschen was umparken können. Okay. Nämlich ihn hier. Nee, mach mal da bitte weg. Und dann haben wir hier 1, 2, 3. Da können wir hier 4 nehmen, die hier umparken und umparken. So. Und da sind jetzt aber nicht alle Divisionen drin. Das heißt, die müssen erstmal wieder alle hier hingepackt werden. Da muss man immer genau drauf achten. So, das haben wir gemacht. Und dann gab es ja noch hier die andere Einheit. Die haben aber nur 16 Divisionen. Und die sind an 2 Orten aufgehoben. Ich glaube, die können wir auch aufteilen auf eine dritte Provinz hierhin. Genau. So, jetzt wird hier angegriffen. Aha, sie haben jetzt hier aber schon Divisionen rausgezogen, leider. Das ist ein bisschen, naja, ein bisschen schade so. Okay. Da würde ich aber sagen, wir unterstützen dann hier drüben nochmal. Die sind auch noch in Bewegung, das ist super. Ja, und die sind jetzt hier gekesselt worden. Das heißt also,
denen mangelt es an Nachschub. Da müssen wir erstmal gar nichts machen, außer stehen bleiben und brav zugucken. Wir könnten jetzt natürlich nochmal das hier zumachen, weil das wird gleich offen werden. Aber das finde ich jetzt gar nicht so relevant. Ja, ich glaube, hier bleiben wir einfach stehen und gucken uns das mal in Ruhe an, was hier so von sich stattfindet. Was hier so vor sich geht. Hier wird immer noch angegriffen. Die sind also bald fertig. Da müssen wir auch nicht wirklich viel mehr machen. Da können wir die Manpower wirklich sparen, finde ich. Hier sind wir gleich auch fertig. Das heißt, die Truppen hier jetzt auch schon mal wieder zurück nach Palembang. Beziehungsweise ihr könnt auch zurück nach Medan. Das liegt sogar näher irgendwie, ne? Genau, dann geht ihr mal nach Medan. Ja, und danach können die hier sicherlich auch Richtung Palembang zurück. Die Frage ist, ob wir hier noch mehr Truppen reinbringen wollen, wo es doch sowieso schon gleich erledigt ist. Und ich würde sagen, eher weniger. Ich glaube, die ziehen wir strategisch wieder zurück nach Saigon. Genau. Okay. Super. Alles andere wird dann jetzt vorbereitet. Ja, es läuft, es läuft. Fernöstlicher indischer Bereich. Da sind hier jetzt die vier U-Boote und sie haben auch schon irgendwen beschädigt. 13 Schaden durch Torpedos. Das ist nicht ganz so viel und 26 Schaden. Leider sind die noch nicht untergegangen, aber es sieht ganz gut aus hier. Also unsere U-Boote machen hier schon mal einen guten Anfangsjob. Die Australier hier zu behindern. Okay, so, dann gucken wir mal, ob unsere Truppen denn bald mal in Stellung gehen. Es dauert leider ein bisschen. Aber wir werden uns das hier ganz in Ruhe einmal anschauen, wie sie hier Stellung beziehen und direkt angegriffen werden. Aber, ach, guck mal hier, verbannte Divisionen, die Franzosen selbst natürlich auch hier. Aber unsere Panzer müssten das eigentlich gegen diesen Wojciech Koszlowski halten. Das ist ja irgend so ein polnischer Typ. Hier steht auch die erste Truppe und dann werden wir hier erstmal sichern und danach in den Angriff übergehen. Mal gucken, ob wir hier irgendwann die Alliierten mal vertrieben kriegen. Das wird eine etwas langwierigere und schwierigere Aufgabe auf jeden Fall werden. Keine leichte Angelegenheit. So, hier wird wieder verrückterweise angegriffen. Man könnte jetzt direkt in den Angriff mit einsteigen hier. Ich glaube, wir machen das auch mal. Wir gucken, wir halten mal den Fuß ins Wasser und gucken mal, was das denn hier eigentlich ist. 56 eingekesselt. Das müssten wir aber eigentlich dann schaffen mit den dreien hier. Wir haben hier 3x 40, das sind also 120. Dann haben wir genau 160 voll. Perfekt. Das müssten wir eigentlich schaffen und dann haben wir zwei französische Divisionen, eine kolumbianische oder was das ist, wahrscheinlich eine belgische und eine holländische hier besiegt. Immerhin besser als gar nichts. So, oh nein, im Süden sind sie auch noch gelandet bei Nizza und Marseille. Das gibt's ja gar nicht. Wo kommen die denn überall her? Das wird ja immer abgefahrener hier. Hoffentlich kriegen die Italiener das hin, ansonsten müssen wir unsere Notfalltruppe auch gleich nach Süden verlegen danach. Mal sehen, und die müssen jetzt lang genug durchhalten, bis wir hier reinkommen. Das gelingt, super. Dann müssten wir die hier besiegen können. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, die sind auch fertig, können auch nach Palembang und danach auch hier nach Saigon. Das kann ich auch schon mal befehlen. Und die beiden hier gehen bitte auch schon mal zurück nach Saigon und stellen sich dann neu auf. So, unsere Truppe hier wäre jetzt bereit, allerdings ist der Gegner noch hier mit riesigen Truppen unterwegs, deswegen stellen wir mal die beiden noch auf und die beiden noch auf. Genau. Aber Kuala Lumpur fällt gleich, also dann ist die Versorgung der Einheiten dort auch endgültig vernichtet. Das sieht doch gut aus. Ach, da ist noch die Einheit unterwegs, sehr gut. Es sind irgendwie hier zwei spanische Einheiten unterwegs, offenbar freiwilligen Divisionen aus Spanien. Das könnte bedeuten, dass die vielleicht irgendwann mal doch noch uns beitreten. Die erholen sich bis zum 15. Juni 1942 noch vom Bürgerkrieg. Danach könnte es sein, dass sie uns direkt schon hier unterstützen bei den Achsenmächten. Ob es reicht bis dahin, weiß ich nicht. Die stehen hier schon nah an Warschau auch und Siedlce.
Ich hoffe, das wird uns hier nicht irgendwie große Probleme bereiten, aber ich kann es auch nicht ändern, so gesehen. Ja, der Gegner möchte hier ohne Versorgung nochmal einen Notangriff machen, aber das ist natürlich zum Scheitern verurteilt. So, und hier müssten wir es eigentlich hinkriegen. Ich rücke mal hier rein. Die rücken hier rein und dann ist nur noch eine Provinz, dann sind die hier eingekesselt. Die werden erst in 5 Tagen ankommen. Haben die hier so schlechte Versorgung oder was ist da los? 30, keine Ahnung. Die werden jedenfalls nicht mehr versorgt, die sind doomed. Die sind so gut wie gefallen, sehr gut. Ja, hier drüben, man könnte jetzt den Angriff, denke ich mal, langsam riskieren. Das sollte hier kein Problem sein, die dürfen noch nicht mal rein. Die sind auch halb runtergekämpft und haben eigentlich keine Chance mehr. Wunderbar. Okay, sieht doch ganz gut soweit aus. Was ist hier unten? Ist das immer noch dieselbe Geschichte? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben einen Handelskonvoi durch Ero 36 hier bereits versenkt. Sehr schön. Oh, und hier gibt es aber... Nee, das ist der Angriff hier, glaube ich, ne? Mit der einen Einheit, die hier noch übrig ist. Genau. Ja, mal sehen, wie es dort dann weitergehen wird. So, ich hatte hier eigentlich alles eingestellt. Wir gucken mal nach Europa. Das ist jetzt immer so ein bisschen hin und her hier natürlich, weil ich nichts verpassen will, aber auch nicht überall hingucken kann gleichzeitig. So, da kommen jetzt die Einheiten rein und dann sind die hier nicht mehr in der Lage, sich zu verteidigen. Ihr seht es auch schon hier, 140, 110, 119, das ist natürlich nichts. Und dann kämpfen die auch noch im Kerngebiet und kriegen hier Boni, die Schweine. Ja gut, weil es halt Franzosen in Frankreich sind, ne, logisch. Macht ja irgendwo auch Sinn. So, die müssten auch noch reinkommen, jawohl, und dann haben wir hier eigentlich alles erledigt. Der Gegner verliert seine ganzen Einheiten, perfekt. Und wir konnten unsere Panzer dabei sogar schonen. Jetzt würde ich aber mal sagen, wir sollten dringendst hier in den Süden ziehen, denn da ist nochmal eine Einheit unterwegs. Himmel, hilf, was ist hier los? Wir ziehen erstmal... Ich glaube, wir ziehen mit der Infanterie nach Turin. Und mit den Panzern ziehen wir, glaube ich... Nee, ich glaube, wir machen das anders. Wir ziehen hier hin und auch mit der Infanterie. Die müsste ich nochmal kurz anwählen. Die ziehen wir auch direkt hier in die Nachbarschaft. Okay, gut. So, jetzt gab es hier die Ergebnisse von der Konvoijagd. Leider nur einen versenkt. Das ist schade, aber immerhin schon mal ein erster kleiner Erfolg. Hier drüben sind wieder Konvois abgefangen aus, ich glaube, Südafrika ist das hier. Mal gucken, ob wir dort auch noch was mitnehmen können. Also Australien bekommt jetzt hier doch derbe Probleme in der eigenen Grundversorgung. Und der Gegner hier ist besiegt worden. Super. Der wehrt sich jetzt zwar hier nach Kräften, aber er wird sich hier nicht halten können. Können wir eigentlich hier einen Angriff machen? Naja, die sind noch mit Organisation ausgestattet. Das würde ich jetzt nicht unbedingt wagen. Denn da haben wir schlechte Angriffsmöglichkeiten im Gebirge. Trotz aller Mali des Gegners. So. Ja, jetzt sind die Gegner hier so gut wie besiegt. Und ich denke, dass wir hier dann schon mal den Angriff starten aus... Ja, wobei, lasst uns noch mal kurz warten. Lasst uns die noch mal hier drüben hinbringen. Und abwarten, bis die hier angekommen sind. Dann haben wir drei Gebiete, von denen aus wir angreifen können. Das ist ein bisschen erfolgsversprechender. So. Ja, dieser Angriff hier, der hat auch keinen Erfolg. Die sind bereits jetzt quasi so gut wie tot. Tja, es ist halt die Frage, sind die schon... unter Versorgungsengpass, die auf jeden Fall. Ob es die auch schon sind, weiß ich nicht, aber ich probiere jetzt einfach mal hier anzugreifen.
Mal sehen, ob uns das hier gelingt. Ich denke aber, das müsste, ja, das müsste ganz gut klappen gegen die unterversorgten Sowjeteinheiten. Oh, leider ist jetzt hier eine Gegnereinheit. Das ist natürlich ungünstig. Tierisch ungünstig sogar. Da muss ich den Angriff tatsächlich leider abblasen. Dafür kann ich hier angreifen ohne Probleme. Ja, mal schauen, ob wir dann hier die Kesselung überhaupt vollziehen können. Das könnte eng werden, da das hier zu langsam geht. Naja, sehen wir dann gleich. So. Die Einheiten verlagern sich hier oben. Die wurden schon ausgelöscht. Super. Sieht gut aus. So. Ach, guck mal, Ungarn ist dabei. Ungarn tritt jetzt den Achsenmächten bei. Tatsächlich, so wie wir das eben auch gesehen hatten. Die werden gleich als Verbündete reingeholt. Wunderbar. Das ist natürlich eine wichtige Hilfe jetzt, gerade auch in Europa an der Ostfront, wird das hier eine zentrale Hilfe sein. So, ich gucke mal, 10 Uhr, wir könnten jetzt hier angreifen. Hier ist schon ein Angriff am Laufen, 70 von 80. Ja, da muss ich rechnen. Das heißt also, da könnte eigentlich nur noch eine Einheit reinhüpfen, weil es auf 120 geht. Das heißt, die eine kann ich mit reinbringen. Na, ich gucke mal, wenn ich das so mache, wie das läuft. Dann haben wir 200. Das sind 100. Das sind 120, genau. Und 70, jetzt muss ich gerade rechnen, das sind 190. Ja, da kriegen wir die leider nicht mehr rein, aber das ist ja auch nicht ganz so schlimm. Die anderen werden ja hoffentlich vorher reingehen. Machen wir das mal, das ist eine gute Idee. Dann kriegen wir den Gegner endgültig besiegt. So, was ist hier? Ach, das ist die Geschichte. Wir haben schon zwei südafrikanische Konvois versenkt. Sehr gut. Und hier drüben gibt es jetzt auch schon wieder ein gefundenes Fressen. Einen britischen Konvoi. Sehr schön. Oh ja, das gibt den Alliierten was zu denken. Und hier hinten haben wir auch noch drei abgefangen mit unserem einen U-Boot. Mal gucken, was das Kreuzer-U-Boot I-172 hier schafft gegen drei Handelskonvoi-Schiffe. Das sieht doch wunderbar aus. Der Plan scheint hier voll aufzugehen. So, die haben wir schon besiegt. Oh ja, klasse. Da kann der auch noch mit rein. So, und dann werden wir mal gucken, wo die Einheiten sind. Die kommen gleich an. Das ist aber auch dringend notwendig, weil die schieben schon wieder Einheiten nach, hier die Alliierten. So, dann gucken wir uns das Ergebnis nochmal kurz an. Einer von drei südafrikanischen Konvois wurde versenkt, immerhin. Nadelstiche tun sicherlich auch weh. So. Ach ja, hier ist der Norden, da wollte ich jetzt mal einmal nicht hin, sondern hier in den Süden, wo sich die Einheiten jetzt schon aufstellen, aber sicherlich noch einiges brauchen. Niederländisch-Indien hat jetzt eine entschlüsselte Chiffre. Das könnten wir gleich freischalten, sobald die Einheiten hier bereit sind. Ja, das wird aber noch eine Weile dauern. Die marschieren jetzt normal hier rein. Naja. Gut, dann dauert das halt noch ein bisschen. Dann werde ich die Chiffre noch nicht entschlüsseln, weil nur für den einen Kampf hier lohnt sich das nicht. Das könnten wir dann hier entsprechend freilegen, offenbaren für Mali. Das werden wir aber erst machen, wenn die Invasion direkt bevorsteht hier von den beiden Orten. Ich denke, das ist sehr sinnvoll. Man könnte auch argumentieren, dass man vielleicht schon mal die Invasion auch von Hollandia vorbereitet. Ich tippe darauf, dass da so gut wie nichts sein wird, weil die irgendwie nicht damit rechnen. Ich weiß es nicht. Aber man könnte wirklich überlegen, ob man nicht die Truppen, die jetzt hier zurückkehren, dann zumindest teilweise hier auch in die Invasion gehen lässt. Mal sehen, schauen wir mal, ob das wirklich eine valide Option ist. Aber ich würde sagen, an sich eigentlich schon. So, hier ist die Einheit, das sieht auch gut aus. Ja, nur die kriegen wir jetzt leider nicht daraus geboxt mit einer einzelnen Einheit. Aber mit der Unterstützung aus dem Westen müssen wir das eigentlich schaffen. Hier versucht auch wieder einer zu entkommen. Ja, das können wir jetzt leider nicht verhindern. Der wird wahrscheinlich eher da sein, ne? Ne, 7 Stunden sind wir schon da. Super. So, hier gibt es auch nochmal Stress, aber das kriegen wir erledigt. Eine Einheit kann sich dann hier schon mal die Provinz sichern. Das erledigen wir auch schon.
Ja, der wird jetzt aufgehalten. Super. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Das werde ich mal wieder ein bisschen wegregulieren hier. Machen wir das mal so. Okay. Gut, ja, da können wir uns ja problemlos verteidigen. Das ist gar kein Thema. So, 6 Uhr am Morgen. Ja, die Einheiten sind nicht ganz bereit hier. Da müssen wir ein bisschen warten, bevor wir was machen. Andererseits, da kommen schon wieder welche, ne? In 3 Tagen. Ja, da bin ich sowieso nicht rechtzeitig da. Da müssen wir das leider noch vertagen, wie es aussieht. Hm. Ist das ungünstig? Ja, das ist wirklich ungünstig. Hm. Das ist ja wirklich nicht so schön. Na gut. Kann ich jetzt aber nicht ändern. Ist wie es ist. So, der Angriff hier, der wird lange dauern, aber wird erfolgreich sein. Wir haben auch Luftunterstützung bis zum Abwinken hier. Und die Einheiten sind auch schon alle drin. Wunderbar. Ein bisschen zu viele jetzt zwar, aber das ist eigentlich kein Problem mehr. Der Gegner wird besiegt, der verliert all seine Divisionen. Das sind natürlich unerträglich hohe Verluste auch. Mal sehen. So, Timor-Meer haben wir jetzt auch noch einen Angriff hier auf 3 holländische Konvois mit einem U-Boot. Das aber hier ein bisschen... Na, Stärke ist noch okay, aber die Organisation ist nicht mehr so hoch. Aber immerhin. Also das sind jetzt hier richtig gute Nachrichten, dass wir die hier abfangen. Und es scheint so zu sein, dass überall im Westen und im Norden hier die Konvois unterwegs sind. Und in den anderen Meeren eher weniger. Also vielleicht können wir die beiden sogar noch rausnehmen. Aber ich werde die komplett abriegeln wollen. Deswegen lasse ich das mal. Gut, so, was ist jetzt hier unten los? Es ist ja hier Schlag auf Schlag. Wir könnten hier den Angriff unterstützen. Aber ich weiß nicht genau, der ist jetzt von 1, 2, 3 Seiten aus. Das heißt, die haben 160er Breite. Ich weiß ja nicht, wie viel das hier ausmacht. Ich würde sagen, vielleicht greifen die mit 60 an. Also 2 von uns müssten hier eigentlich noch mit reinpassen in den Angriff. Ich schau mal nach, ob das so stimmt. Ne, sie haben sogar 200er Breite, aber 130 schon drin. Ja gut, okay, dann kriegen wir jetzt nur einen davon rein. Aber der Gegner wird besiegt, das ist super. Da würde ich sagen, wir unterstützen auch hier. Und mit dem Panzer fahren wir hier jetzt auch mal durch. Direkt in die Offensive rein. Dann haben wir den Gegner hier bald besiegt. Perfekt. Jawohl, haben wir sie aus Marseille vertrieben. Super. Und hier werden wir sie auch vertreiben und dann entsprechend uns Nizza krallen. So, die anderen können auch gleich hier mit rüber gehen. Die eigentlich auch, weil ich brauche die gar nicht mehr. Bei der anderen Geschichte, weil Marseille jetzt eh besetzt wird. Und hier muss der Gegner zurück und dann wird Nizza eingenommen. Ja, das ist jetzt hier kein Problem mehr. Die Geschichte werden wir schaffen. Dann haben wir zumindest in Südfrankreich auch wieder... Oh, jetzt sind sie bei Rom. Sie haben aber auch wirklich ohne Ende Invasionstruppen, ne? Das ist ja unfassbar. Soll ich da jetzt auch wieder hinfahren? Das gibt's ja gar nicht. Wir kommen ja hier zu nichts. Ich meine, es kostet ihnen halt auch eine Menge Truppen, ne? Das muss man schon sagen. Aber dennoch. So, passives Sonar wurde noch erforscht. Einfache Hydrophone, ja, wie gesagt, die sollten wir eigentlich schon lange besitzen. Jetzt haben wir sie dann endgültig. Was wollte ich danach machen? Ich gucke mal gerade. Das ist passives Sonar. Feldlazarett wollten wir jetzt hier machen. Genau, damit wir hier unsere Rekrutenreserve noch ein bisschen besser schonen für die Zukunft. Eine ganz wichtige Forschung. Und hier haben wir die Batterie, da hatten wir das LMG erforscht, genau, das, da mache ich mal einen Haken dran, dass ich das selber in der Übersicht noch weiß. Okay, gut, warten wir nochmal, bis Nizza hier erobert wurde, das kann ja nicht mehr so lange dauern, jawohl. Gut, ja, jetzt geht es hier in Italien nochmal rund, aber auch da, ich glaube, das kriegen die sogar selbst in den Griff hier, die Truppen. Und dann ist die Frage, was steht denn hier überhaupt noch in Belgien, Holland und in Frankreich? Also es ist noch eine Menge, weil halt Südamerika hier die halben Truppen reingeschickt hat, aber es müsste managebar sein, behaupte ich mal. Mal schauen. So, hier sind wir auf jeden Fall vorgerückt, das heißt, wir können marschieren. Die brauchen ja eh noch ewig, bis die ankommen. Wunderbar, dann können wir die Truppen auch endlich vernichten.
Gut. So, hier dauert es noch ein bisschen, bis die Truppen ankommen. Hier hatte ich schon mal in Balikpapan auch eine Einheit aufgestellt. Eine andere Einheit geht nach Batavia hier zum Schutz. Das ist, denke ich mal, auch nicht verkehrt. Okay, das soll es erstmal für diese Folge gewesen sein, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.